Hi ihr Lieben und willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Wir sind in Valshara und müssen Szenarios helfen. Und dafür sollte ich jetzt als erstes mal mit Aranelle sprechen oder mit Aranelle. Mit Aranelle. Doch, es heißt Aranelle, aber ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Das ist eigentlich ein doofer Name. Szenarios braucht Hilfe. Herr des Waldes, wir werden euch nicht im Stich lassen. Jetzt kann ich mir erstmal nochmal ein Item aussuchen. Sind beide besser als die Items, die ich habe. Hallo. Kann ich mir jetzt erstmal direkt anlegen und equippen. 685, 675, 675. Tauschen. Zack. Sehr schön. So, Erzdruide des Tals. Tief in unserem Wald verborgen liegt das Mondklauental. Dort findet ihr eine zurückgezogene Gruppe wilder Druiden, die damit beauftragt sind, Valshara vor allem zu beschützen, was den Einklang der Natur stören könnte. Der Anführer dieser Druiden ist Tarn, Mondklaue, der entschlossenste Kämpfer der Erzdruiden. Sucht ihn auf und teilt ihm mit, dass Szenarios seine Hilfe benötigt. Gibt es Ärger? Nahe des südlichen Waldrandes findet ihr die Höhle der Schläfer. An diesem Ort kommen die Erzdruiden Koda Stahlklaue und ihre eifrigen Schüler ihrer heiligen Pflicht nach, den smaragdgrünen Traum zu beobachten. Findet die Schülerin Relissa Bärensang im Stahlklauental und informiert sie über die Krise im Hain des Szenarios. Was ist der Ruf der Natur? Elotir lebt im Einklang mit der Natur im uralten Hain Tastalar und unterrichtet seine Akolyten in den Künsten des Heilens und im Bewahren der Lehre. Sucht ihn auf und teilt ihm mit, dass er hier dringend benötigt wird. Okay. Das ist erstmal nur drei stupide Laufquests. So, aber was mich jetzt noch mehr interessiert ist, dass hier irgendwo eigentlich laut Handynotes ein Schatz sein müsste. Die Frage ist nur, wo? Kann ja eigentlich nur in der Hütte sein, aber in der Hütte habe ich ja gerade eigentlich schon geguckt. Ja, hier! Meine Güte. Mieses Versteck. Na gut. Übrigens, was Blizzard netterweise verändert und geändert hat, ist, dass die Schätze nicht mehr wirklich Erfahrungspunkte bringen. Also sie bringen quasi gar keine mehr. Was ist das denn hier? Zweig der Distelblätter. Interessant. Spielzeug. Nutzen. Also wenn man jetzt irgendwelche Truhen öffnet, gab es ja früher immer einen Haufen Erfahrungspunkte. Das hat Blizzard weggemacht. Das hat sie, haben die gesagt, mit Legion machen wir das nicht. Ja, mit Legion soll das schon was Besonderes sein. Beziehungsweise, das ist ja Blödsinn. Es soll. Also es soll was Besonderes sein. Es soll was Besonderes sein, diese Schätze zu finden. Deswegen sind sie immer noch sehr, relativ selten. Aber sie sollen nicht dazu missbraucht werden, um irgendwie das Leveln zu umgehen. Ja? So kann man sich es am besten, glaube ich, erklären. Meine Waren sind von höchster Qualität. Was das auch immer für alkoholisches Zeug sein soll. Leider. Was führt euch hierher? Kommt hier nochmal ein Geier jetzt? Die Göttin schütze euch. Ja, da. Wieso ist der resettet?
Wieso resettet der denn die ganze Zeit? Kann ich mir gerade nicht wirklich erklären. Aber wenn der Shadow den jetzt tankt, ist es okay. Was war das nochmal? Ach, das Mal. Das sollte ich vielleicht auch benutzen. What the fuck? Ja, Khan's Back ist nicht geil. Jedenfalls nicht, wenn es um diese... Ramops hier geht. Na egal, wir haben es ja trotzdem geschafft. Of course. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du verdammter Bastard, Schwur in der Hölle. Completely obvious. Der hat wahrscheinlich nicht mal den Last Hit bekommen, der Bastard. Oh my gosh, ich werd hier schon wieder wild, Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Was bete ich doch darum, wenn ich doch einfach nur einen verdammten PvE-Server genommen hätte, Was gab's? Eine scheiß Zwergeule. Was soll ich denn damit? Was machen eigentlich diese ganzen Hordenpenner in einem Wald von Druiden? Ich verstehe bis heute. Also, keine Ahnung. Was soll's? Ich reg mich da gar nicht drüber auf. Tauchen waren ja auch schon immer Druiden, aber irgendwie. Ich fände es eigentlich gut, wenn Druiden so ein Volk gewesen wäre, was der Allianz vorbehalten gewesen wäre. Ich fand das sowieso immer eine gute Idee. Das, was damals schon galt, das ist übrigens einfach nur ein AOE-Zauber hier. Ja, das ist für ein Single-Target-Damage völlig uninteressant. Ich fand das gut damals, als es damals so war, dass die Horde den Schamanen hatte und die Allianz den Paladin. Und zwar nur die Horde Schamane und nur Allianz Paladin. Ja, kein Hordler war in der Lage, den Paladin zu picken und umgekehrt genauso wenig. Ich fand das gut. Ja. Ich fand das wirklich gut. Verstehe nicht, warum man das geändert hat. Wahrscheinlich, weil von beiden Seiten irgendwelche Leute rumgeweint haben. Dass sie die entsprechend andere Klasse nicht spielen konnten. Wir müssen das Tal beschützen. Ich werde Szenarios helfen, sobald mein Hain wieder sicher ist. Na, Hauptsache, der ruft euch und dann kommt er nicht sofort. Was ist das denn? Xandris, der Ehrlose, gehörte zu den Ersten, die ihr Volk verraten und Xavius Fluch angenommen haben. Während des Krieges war er der Anführer der Truppen, die viele meiner besten Freunde umgebracht haben. Als wir uns das letzte Mal auf dem Schlachtfeld begegneten, ist er geflohen. Helft mir, endlich Rache an dieser widerwärtigen Kreatur zu nehmen. Schnell und lautlos. Es geht immer nur um Rache, ne? Wow. Spawnt ja instant. What the fuck? Oh, da hinten. Ah, fuck. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Ramob war. Hier ist auf jeden Fall... Hier hätte was drin sein können, aber das ist vielleicht oben. Ich wette, das ist oben, Leute. Ich wette. Hier drin. Wetten?
Nee, doch, hier, meine Güte. Ja, hier irgendwo da oben ist ein Rahmen. Ob ja, wo auch immer, keine Ahnung. Ich werde da jetzt nicht hinterher suchen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Mistkerl, hat das scheiß Totem kaputt gemacht, während ich ihn hier freigeboxt habe. So, hier in der Hütte könnte auch noch. Da, ich sehe den Schatz doch. Wow. Mach ein bisschen Schaden, hä? Ich glaube, den AOE-Damage vom Arcan-Mage habe ich ein bisschen unterschätzt. Kostet zwar mega viel. Ja, kannst du mich mal kreuzweise, dämliche Schurke. Der kostet zwar mega viel Mana. Ich würde mal sagen, worth it. Ich dafür dann so einen Wumms hab. Das ist zu weit entfernt. Die prügeln sich die ganze Zeit da hinten. Ich hab's doch gerade schon wieder gesehen. Das ist so ein Witz. Ja, als ob die nichts anderes zu tun hätten. Die prügeln sich die ganze Zeit. Nee, da oben geht. Ich gehe da nach da oben. Da war doch. Nee, da hat da auch jetzt schon einer weggemacht. Scheiße. Warum ist denn hier so viel los? Ja, okay. Es ist halt. Man muss sich halt wieder dran gewöhnen. Es ist jetzt halt einfach mal wieder Freitagabend, ja, und die ganze Welt hat Zeit zum Zocken. Das ist der ungünstigste Moment. Der ungünstigste Moment, wenn man wenn man in Ruhe zocken möchte, weil einfach die ganze Welt auf ist. So. Die Wichte bringen einen Scheiß an Fortschritt hier bei den Prozenten. Und die spawnen gefühlt instant wieder. Klar, resettet instant. Ich brauche ein Ziel. Was war das denn für ein Bullshit, ey? War ja vorhin auch schon bei dem Rahmenmob, so im letzten Part, als wir den umgeschnetzelt haben. Einfach mal instant zwei- oder dreimal resettet, ey. So ein Bullshit. Was soll denn das? Und so krass ist dieser Slow auch nicht, ey. Ich meine, der Arcan-Mage, der macht schon Wumms, ja? Steht mich nicht falsch, der macht schon was. Aber guckt jetzt mal an, die spawnen immer instant, ey. Das geht mir so ein bisschen dezent auf die Nerven, dass hier wirklich hier so viel los ist. Also, ich muss wirklich sagen, in, oh hier, ja.
Ich darf nicht zu viel von den Stacks sammeln. Sonst bin ich ganz schnell oben. Gab aber gut Prozente hier. Ich glaube, ich darf nicht so viel Angst haben. Ich glaube einfach, dass der Arcan-Mage auch einfach viel Body tanken muss. Hallo? Danke. Kostet auch einfach mal 16.000 Mana. Aber die Dinger sind ja instant wieder da. What the fuck? Ist man ja genauso schnell. Hallo? Eigentlich müsste hier auch was drin sein. Warte mal, eben kurz den scheiß Albtraumwichtel erlegen. Ich wette, hier ist ein Schatz drin. Ich wette das. Ich mache hier dennoch erstmal kurz eine kleine Pause. Wir hören uns morgen wieder und dann geht's weiter mit Let's Play World of Warcraft hier im Mondklauen-Tal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.